Hallo meine lieben Leute, was geht ab? Mein Name ist Kevin Stachel, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich weiß, das ist ein sehr komischer Weg, ein Video zu starten, aber ich dachte mir heute Morgen, als ich wach geworden bin, you know what, lassen wir uns einfach darauf ein und filmen die komplette Renovierung von meinem Raum. Da meine Eltern jetzt letztens ihr Schlafzimmer renoviert haben, und wir uns jetzt gedacht haben, wir renovieren jetzt noch mein Zimmer. Ich merke gerade, ich habe meinen Pullover hier stehen gelassen. Nicht so eine gute Idee, die kann ich jetzt gleich wieder waschen, weil wir komplett angefangen haben zu schleifen. Ihr konntet gerade sehen, dass wir leider, also zumindest ich als einziger in der kompletten Wohnung das Problem habe, Schimmel zu haben. Da diese Wand hier einfach leider sehr, sehr, sehr kalt im Winter wird und vor allem Dingen auch, wir wissen nicht, was es ist, wir stoßlüften jedes Mal, aber der Schimmel kommt leider immer und immer wieder zurück und gesund ist es halt überhaupt nicht. Und jetzt dachten wir uns dieses Mal einfach nur, wir schleifen alles mal ab, schauen jetzt über Nacht, ob der Schimmel wiederkommt, und ich muss leider zugeben, ich glaube, der ist sogar ein bisschen zurückgekommen wieder. Und werden heute tatsächlich auch sehr viele Mittel dagegen schmieren, sodass der Schimmel hoffentlich nicht wieder zurückkommt, weil ansonsten haben wir ein sehr großes Problem. Bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr sehen wollt, wie wir meinen Raum renovieren. Und das Endergebnis, hoffe ich, seht ihr dann eher am Ende des Videos. Und ja, ich laber zu viel. Der Vlog wird sehr confusing, aber have fun! Kurzes Update. Ich bin tatsächlich im Moment in Ingolstadt. Warum ich in Ingolstadt bin, ist auch ganz simpel. Ich habe seit Oktober meine Ausbildung zum professionellen Tänzer angefangen und somit bin ich also jedes zweite Wochenende in Ingolstadt, um hier meine Ausbildung zu absolvieren. Leider darf ich im Moment nicht mittanzen, da ich eine Verletzung am Fuß habe. Ich habe einen Riss im Knochen. Ich darf bis Ende des Jahres nicht mehr tanzen. Das sind um die 4 Wochen. Killer. Wir haben tatsächlich gerade eine Wacking-Stunde. Schaut ganz geil aus. Aber auch ganz lustig, weil alle nicht so wissen, was sie tun sollen. Aber Update zu meinem Zimmer. Meine Eltern haben heute tatsächlich angefangen zu malen. Also es ist jetzt alles wieder pur weiß. Haben einen neuen Boden rein, glaube ich, ja. Und haben sogar angefangen, Möbel reinzustellen. Also ich bin sehr gespannt, wie es ausschaut, wenn ich zu Hause bin. Weil sie sehr viel Arbeit geleistet haben. Ich werde sie erstmal heute richtig schön ausführen zum Essen. Haben sie sich auf jeden Fall verdient. Und ich werde euch auf jeden Fall sofort zeigen, wenn ich zu Hause angekommen bin, wie das so ausschaut. Aber was ich auch euch zeigen muss, ist einfach, wie ich hier in der Tanzschule und auf der Straße im Moment rumgehen darf, beziehungsweise muss. weil ich ansonsten einfach mit diesem Verband in keine Sneaker reingehen kann, weil das einfach so unangenehm und so komisch und so, zwar jetzt nicht wehtut, aber es ist halt ein sehr komisches Gefühl. Aber ich kann euch ja mal zeigen, wie ich hier so rumgehe. Das sind die besagten Schlappen. Mit denen darf ich überall rumgehen. Yay! Oh mein Gott. Ich habe mir viel vorgestellt, ne? Als ich heute Morgen weg bin, aber so viel... Seht für euch selbst. Also hier haben wir noch meinen Kleiderschrank. Wir haben hier meinen Raumteiler. Der Raumteiler kommt so nach da, sodass hier noch viel genug Platz ist. Es ist alles normal weiß. Hier muss es noch ein bisschen trocknen. Sieht man aber auch. Und hier ist meine Matratze, wo ich aber auch noch was bekomme. Also das bleibt so nicht. Also ich finde es echt krass, was meine Eltern heute für Arbeit geleistet haben. Ich werde sie jetzt tatsächlich wirklich mit chinesischem Takeout überraschen, einfach nur, weil sie so viel Arbeit geleistet haben und ich einfach es echt nicht gedacht hätte, dass gleich so viel erledigt wurde. Tatsächlich erwarte ich jetzt dann noch in den nächsten paar Tagen sehr viele Pakete. Alleine hier kommt ein Schlafsofa hin, also die Matratze bleibt jetzt nicht. Ich habe auch ein großes Special für hier geplant. Also... Ich bin echt gespannt, wie das am Ende ausschauen wird. Fingers crossed. Good morning, people. Tatsächlich, wir haben jetzt gerade 6:15 Uhr.
Ich habe die Nacht überhaupt nicht gut geschlafen, weil ich einfach sehr große Kopfschmerzen bekommen habe. All of a sudden. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich konnte jetzt auch nicht mehr schlafen oder so, deswegen habe ich mich jetzt einfach dazu entschieden, aufzustehen. Ich werde jetzt ein bisschen anzuziehen und die Pakete aufzumachen, die ich bekommen habe, damit ich einfach auch ein bisschen mehr Platz habe hier drin. Und habe dann auch vor, ein bisschen auszumisten, was an meinem Make-up geht und was an meinem Klamotten weggeht. Am nächsten Tag ist tatsächlich auch nichts allzu Spektakuläres passiert, außer dass ich mir am Abend gedacht habe, einen Freund von mir ins Kino einzuladen, da wir uns House of Gucci anschauen wollten. Und das Schöne daran war, wir waren in einem relativ alten Vintage-Kino und gerade eben konntet ihr sehen, dass die Anzeigetafel einfach selbst bemalt wurde noch. Es gab mir auf jeden Fall so ein richtiges, nostalgisches Gefühl. Hello guys, so today is Thursday. Oh, warum rede ich eigentlich Englisch? Ich hab vergessen, dass es ein deutsches Video ist. Okay Leute, heute ist Donnerstag. Heute soll eigentlich das Schlafsofa kommen. Fingers crossed, ich schwöre, ich hoffe so sehr, dass das heute ankommen wird. Ja, ich habe offensichtlich auch vergessen, euch zu zeigen, dass endlich mein Schminktisch da steht. Bringt aber nichts, wenn mein Sofa noch fehlt. Aber hoffentlich kommt es noch heute. Good morning, people. Update. Das Sofa kommt erst am Montag. Let's unpack this bad boy. Okay Leute, also das Zimmer ist soweit relativ fertig. Wir warten jetzt tatsächlich nur noch auf einen Tisch, machen hier hinten oben noch einen Vorhang hin und boah, das war's dann eigentlich, glaube ich. Also ja, und ich muss euch echt sagen, ich bin so froh, dieses neue Zimmer zu haben und so dankbar. Und ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und hoffe, ihr habt fröhliche Festtage. Verbringt die Zeit mit euren Liebsten und genießt einfach die Zeit und das Essen. So Leute, das war es jetzt erstmal bezüglich diesem Video. Wir werden jetzt noch ein paar Finishing Touches machen hier in dem Haus. Also nicht im Haus, in der Wohnung und in meinem Zimmer. Und dann werdet ihr im Laufe der nächsten Zeit eine kleine Roomtour sehen über mein Zimmer, wie es komplett fertig ausschaut. Stay tuned. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr ein paar mehr Videos sehen wollt, könnt ihr mich natürlich auch abonnieren. Ist aber kein Muss. Und ja, ich wünsche euch ein fröhliches neues 2022 und hoffe, ich sehe euch bald wieder in einem neuen Video. Ciao, ciao, guys.